Hast du schon mal etwas erlebt, das du nicht erklären konntest? Eine seltsame Präsenz, die du zwar spüren, aber nicht wirklich sehen konntest. Ein Geräusch, das dich bis ins Mark erschütterte, aber mit dem nächsten Morgen wieder verschwunden war. Die meisten Menschen ignorieren solche Vorfälle, weil sie nicht wissen wollen, was diese elektrische Ladung in der Luft oder diesen schwachen Schrei aus dem tiefen, dunklen Wald verursacht haben könnte. Dinge, über die sie nicht nachdenken oder sich Sorgen machen wollen. Dazu gehören Situationen, die sie vielleicht nur knapp vermieden oder denen sie entkommen sind, die sie aber immer wieder in ihren Gedanken durchspielen. Und manche entkommen diesen Situationen überhaupt nie wieder. Die Vorfälle von Port Chatham. Port Chatham ist eine Geisterstadt in Alaska am südlichen Ende der Kenai-Halbinsel. Die Halbinsel ist wunderschön mit Bergketten auf beiden Seiten, wilden Tieren und mehreren ausgezeichneten Angelplätzen. Aber wie viele Leute bemerkt haben, hat Port Chatham oder Port Lock selbst etwas äußerst Unheimliches an sich. Port Chatham wurde erstmals 1787 besiedelt und in den 1920er Jahren erhielt die Stadt ihr erstes Postamt. Etwa zur selben Zeit, als das Postamt seinen Betrieb aufnahm, kamen Gerüchte auf, dass ein böses Wesen in einem nahegelegenen Bergarbeiterlager sein Unwesen trieb. Diejenigen, die die Zerstörung des Wesens miterlebten, glaubten, dass es auf zwei Beinen ging, also könnte es kein Bär oder ein Wolf gewesen sein. Einige dachten, es sei ein zweibeiniges Wesen wie ein Yeti oder ein Sasquatch. Es waren jedoch nicht die entwurzelten Bäume mit ihren nach oben ragenden Wurzeln, die die Menschen dazu brachten, Port Chatham zu verlassen. Es waren die zahlreichen verstümmelten Leichen, die während des Zweiten Weltkrieges in Lagunen, Flüssen und entlang von Wegen auftauchten. Als ob das nicht schon unheimlich genug wäre, begannen Menschen in Port Chatham unersichtlichen Grund zu verschwinden. Kurz nach Kriegsende hatten die Einheimischen genug. Sie flohen auf der Suche nach weniger gruseligen Orten. Sie wollten es wahrscheinlich monster- und leichenfrei haben. Viele Jahre später kehrten Jäger in das Gebiet zurück und fanden dort 46 cm lange Fußabdrücke, die denen von Menschen ähnelten. Die Musterung der Abdrücke hingegen ähnelten jedoch mehr denen eines Hirsches oder Wolfes. 1973 berichteten drei Jäger unabhängig voneinander, sie seien von einem auf zwei Beinen laufenden Wesen verfolgt worden, als sie Schutz vor einem Sturm suchten. 1990 kümmerte sich ein Sanitäter aus Anchorage um einen 70-jährigen Häftling, der aus der Gegend von Port Chatham stammte. Während der Sanitäter den Häftling behandelte, unterhielt er sich kurz mit ihm und erwähnte, dass er in der Gegend von Port Chatham auf die Jagd gegangen sei. Als der Häftling das hörte, richtete er sich plötzlich auf und rief: "Haben Sie es gesehen?" Bis heute weiß niemand, was für eine Art von Kreatur vor so vielen Jahren so viele Einwohner der Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat. Das Mysterium um die Vorfälle von Port Chatham bleibt weiter bestehen. Der Route 29 Stalker. Mitte der 1990er Jahre waren Serienmörder und Stalker in den USA ein alltägliches Thema. Manche Leute sorgten dafür, dass sie vor Einbruch der Dunkelheit nach Hause kamen, während andere zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Leider kam nicht jeder sicher nach Hause, vor allem ab 1996 nicht. In Virginia nahmen die Dinge zwischen 2009 und 2014 eine gruselige Wendung, als fünf junge Frauen entlang der Route 29 verschwanden. Insgesamt kam es entlang dieser Route zu 9 Morden und Entführungen, wobei bisher nur 3 Fälle aufgeklärt wurden. Die Mörder von Morgan Dana Harrington, Alexis Murphy und Hannah Graham wurden verurteilt und ins Gefängnis gesteckt. 1996 machte sich Alicia Showalter Reynolds von Baltimore auf den Weg zu ihrer Mutter in Charlottesville. Sie wollte ihre Mutter um 22.30 Uhr in einem nahegelegenen Einkaufszentrum treffen. Und ihre Mutter machte sich große Sorgen, als sie nicht auftauchte. Gegen 18 Uhr an diesem Abend wurde ihr Auto an einer Autobahn in der Nähe von Culpeper gefunden. Unter dem Scheibenwischer befand sich eine Papierserviette. Aber mit dem Auto war alles in Ordnung. Während die Polizei nach ihr suchte, meldeten sich 3 Personen und sagten, sie hätten gesehen, dass sie mit einem Mann in einem Pickup sprach. Danach berichteten 20 Frauen, sie seien auf der Autobahn von einem Mann in einem Pickup angesprochen worden. Der Mann fuhr hinter ihnen her, ließ die Scheinwerfer blinken und hupte, damit sie anhielten. Eine dieser Frauen wurde misstrauisch, als der Mann sagte, etwas sei mit ihrem Auto nicht in Ordnung und ihr anbot, sie nach Hause zu fahren. Unterwegs versuchte der Mann immer wieder von der Straße abzubiegen. Sie wehrte sich und er stieß sie aus dem Auto.
Die Frau brach sich bei dem Sturz den Knöchel, kam aber zum Glück mit dem Leben davon. Alicia hatte weniger Glück. Ihre Leiche wurde 2 Monate nach ihrem Verschwinden 24,1 Kilometer südöstlich von Culpeper gefunden. Die anderen Opfer, die den Route 29 Stalker zum Opfer gefallen sein sollen, sind Juliana Williams, Laura Winans, Anna Carolyn McDaniel, Samantha Clark und Sage Smith. Diese 9 Opfer, darunter Morgan Harrington, Alexis Murphy und Hannah Graham, sind Teil des Route 29 Stalker Mysteriums. Einige Polizisten und Ermittler glauben, dass es sich bei dem Stalker um den Serienmörder Richard Mark Evanitz gehandelt haben könnte, der etwa zur selben Zeit, als die Opfer verschwanden, in der Gegend aktiv war. Im Jahr 2023 forderte Alicia Reynolds Familie die Polizei auf, ihren Fall erneut zu untersuchen, nachdem sie festgestellt hatten, dass eine polizeiliche Skizze des Stalkers auf der Route 29 eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Mordverdächtigen Gil Gubich und Rex Heuermann aufwies. Aber selbst im Jahr 2024 gibt es einfach nicht genügend Beweise, sodass der Mörder immer noch frei herumläuft. Das Schamanenportal im Beaver Dunes Park. Der Beaver Dunes Park im Sunas State ist bei Touristen und Einheimischen wegen seiner 121 Hektar großen Sandhügel, Campingplätze, Wanderwege und Angelplätze beliebt. Einige weigern sich jedoch, einen Fuß hierher zu setzen, weil sie befürchten, dort auf einige der seltsamsten Dinge überhaupt zu stoßen. Man könnte es auch das Bermuda-Dreieck Oklahomas nennen. Im Laufe der Jahre sind hier mehrere Menschen verschwunden. Angefangen im 16. Jahrhundert, als Männer, die mit Francesco Coronado unterwegs waren, aus den Dünen verschwanden. Man sagt, dass zum Zeitpunkt ihres Verschwindens grüne Blitze über den Dünen zu sehen waren. Es gibt Legenden, dass Indianer, die dort ansässig waren, sich weigerten, den Dünen zu nähern. Versuchten sogar Coronado zu warnen, dass der Ort gefährlich sei. Doch Coronado beachtete die Warnung nicht, sondern hielt den Vorfall in seinem Tagebuch fest und vermerkte, dass die Männer vor seinen Augen verschwanden. Diese und auch darauf folgende Verschwinden von vielen Personen führten zu der allgemeinen Annahme, dass in den Dünen ein Schamanenportal existiert. 1897 verschwand hier ein Pionier und 1987 ein Tourist aus Colorado. Manche glauben, dass in den Dünen einst ein UFO abgestürzt ist und dass der Sand die Trümmer des Raumschiffes verbirgt. Es gibt sogar Berichte über Männer in Militärkleidung, die mitten in der Nacht im Sand gruben. Was also geschah mit Coronados Mitreisenden vor all den Jahren und mit den anderen beiden Menschen, die im Park verschwanden? Hatte sie tatsächlich ein Portal eingesaugt? Hatte es etwas mit grünen Blitzen zu tun? Was ist mit Dr. Mark Thatchers Behauptungen, dass seine Forschung in dem Gebiet in den 90er Jahren von Männern gestoppt wurde, auf die die Beschreibung der Men in Black zutraf? Das Rätsel bleibt weiterhin ungelöst.